Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga und ich bin gerade total glücklich, weil meine Kaffeemaschine läuft. Jetzt sagt mir jeder, ja, was ist da so toll dran, wenn die Kaffeemaschine läuft? Ich weiß, für viele kommt der Strom aus der Steckdosen. Was aber, wenn er da nicht mehr rauskommt? Beim Stromausfall, beim Blackout. Und die hängt jetzt nicht am Stromnetz, sondern die hängt an meiner nagelneuen Powerbank. Der Power Oak AC200P. Und die hat den Namen Powerbank aber auch wirklich verdient. Denn das Ding kann 2000 Watt Leistung abrufen. So viel wie mein Stromaggregat. Und da steht der Akku mit 2000 Wattstunden drin. Und zwar ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, nicht nur ein Lithium-Ionen-Akku. Richtig cool, mit 3500 Ladezyklen. Also das Ding hält auch noch ewig. Hat viele, viele Anschlussmöglichkeiten. Richtig, richtig geiles Teil. Und der Strom, der rausgeht, der muss auch irgendwie wieder rein. Und auch hier haben wir 5 Lademöglichkeiten und die kann man sogar, das zeige ich euch später, an die Photovoltaikanlage vom Haus. Viele haben ja vielleicht eine Photovoltaikanlage, aber keinen Speicher. Da könnte das eine Alternative sein. Richtig geiles Teil und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran und ich genieße meinen Kaffee. Das geht's. Die AC200P ist eine Weiterentwicklung der EB150, die ich ja schon mal vorgestellt habe. Und im Gegensatz zur EB150 kann die nicht 1000 Watt, sondern die kann 2000 Watt. Richtig cool. Die kann aber sogar noch mehr, die kann kurzfristig mal für ein paar Minuten sogar 2500 Watt, noch mehr. Und was ja immer ist, wenn ich eine elektronische Maschine einschalte, dann ist so, dass die quasi, wenn jetzt da drum steht 1000 Watt, dann braucht die oft das Dreifache als Anlaufstrom, das heißt, das sind 3000 Watt. Und die kann also solche Peaks bis zu 4800 Watt abfangen. Richtig krass, das heißt, das ist für alle elektronischen Maschinen, sagen wir bis 1800 Watt, definitiv ausreichend. Richtig cool. Da haben wir nämlich hier jetzt plötzlich knapp 2950 Watt und er piepst. Ah, und schaltet sich ab. Der nächste Punkt, man hat natürlich auch am Akku ein bisschen geschraubt. Das heißt, die EB150 hatte ja 1500 Wattstunden, nutzbar waren irgendwo um die 1300. Die AC200P hat 2000 Wattstunden und davon sind rund 1750 Watt. Also jetzt haben wir 0%, es ist also leer. So, und hier haben wir also 1,27 Stunden hat der jetzt diese Heizung betreiben können. Und damit kommen wir auf einen Wert von 1,75 Kilowattstunden, 1750 Wattstunden. Stunden nutzbar und das ist ein super Wert, weil 10% müssen im Akku drin bleiben. Das heißt, wenn ich 200 Watt abziehe, bleiben noch 1800 und dann ist 1750 ein richtig guter Wert. Also, richtig geiles Teil. Was auch noch super ist, ist der Unterschied, es ist kein Lithium-Ionen-Akku drin, sondern ein LiFePO4-Akku, habt ihr vielleicht schon gelesen, ein sogenannter Lithium-Eisenphosphat-Akku. Und der hat zwei riesen Vorteile. Der erste ist, er ist noch brandunanfälliger wie der andere, also Selbstentzündung ist hier quasi fast ausgeschlossen. Und der zweite Punkt ist, er hält länger. Er hat einen Ladezyklus von 3500 Mal und wenn sie halt andere Powerbanks anschaut am Markt, die haben nur 500 Mal. Also die siebenmal länger halt das Ding. Der hat natürlich auch noch einen Haufen Anschlüsse. Ihr seht es also hier mal mit 2x230 Volt Steckdose. Hier habe ich viermal normale USB-Anschlüsse dort. Hier habe ich USB-C-Anschluss mit 60 Watt dort. Die USB haben jeweils 15 Watt, also haben auch für Schnellladen geeignet. Dann habe ich hier natürlich noch eine Zigarettenanzünder-Steckdose, wie ihr die aus dem Auto kennt. Ich habe hier zusätzlich nochmal zwei Anschlüsse mit 12 Volt 3 Ampere. Und ich habe hier nochmal einen richtig geilen, das kannte ich bis jetzt auch nicht, mit 12 Volt und 25 Ampere, das sind 300 Watt, ein spezieller Stecker für die Vanlifer unter uns. Also hier oben kann man quasi das Handy draufladen, wenn das Handy das kann. Dann sieht man, was das Slot. Siehst du das irgendwo? Ja, da oben siehst du es. Okay, also ihr seht das Handy lädt da drum.
Auch auf der zweiten Seite, ihr seht es dort oben, Leuchtzeichen, wunderbar, laut wie Sau. So Leute, jetzt haben wir ja, wir wissen, da kommt ein Haufen Strom raus, aber irgendwie muss der Strom ja da reinkommen. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, richtig coole Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit Standard ist natürlich mit dem normalen Netzteil. Ihr seht, ich habe hier für zwei Anschlüsse, einmal der für das normale Netzteil und einmal hier für weitere wie Photovoltaik und sonstige Geschichten. Da kommen wir gleich drauf. Vorteil an diesem Netzteil ist, es hat fast 400 Watt. Das heißt, lade ich damit auf, habe ich fast 400 Wattstunden in einer Stunde drin. Also ich habe knapp über 5 Stunden gebraucht, bis das Ding von 0 auf voll geladen war. Richtig cool. Aber das war es noch nicht. Ich kann beide Anschlüsse gemeinsam nutzen. Das heißt, ich kann mir auch ein zweites solches Netzteil kaufen mit einem Steckeradapter. Dann kann ich das hier noch dazu anschließen. Dann könnte ich mit 800 Watt aufladen, das sind 800 Wattstunden und das ist eine ganze Menge. Und ich könnte das auch mit dem Aggregat aufladen, weil auch am Aggregat kann ich einfach das anschließen und dann lade ich halt mit 400 oder wenn ich zwei Geräte habe, mit 800 Watt mein Netzteil auf. Richtig, richtig cool. Aber es gibt noch viel mehr. Wir wollen ja nach Schweden und da haben wir natürlich einige Stunden am Tag im Auto unterwegs und da wäre es natürlich auch cool, falls die Sonne nicht scheint, wenn man trotzdem laden könnte. Auch das ist möglich. Ich kann das Ding ans Auto anstecken, dann lädt er mit ungefähr 100 Watt, ist also noch schonend fürs Auto. Und wenn ich halt 5 Stunden unterwegs bin, habe ich wieder 500 Wattstunden da drin. Auch richtig, richtig cool. Der Vorteil ist, es geht mit 12 Volt und es geht sogar mit 24 Volt. Aber es geht natürlich so weiter. Wenn ich natürlich keinen Strom nicht habe, im Stromausfall, Blackoutfall, dann ist es natürlich super, wenn ich das Ding mit Photovoltaik laden kann. Und dafür haben wir hier auch nochmal einen extra Stecker und die gehen direkt ins Solarpanel. Und ich kann das Ding mit bis zu 150 Volt und mit bis zu 700 Watt laden. Also richtig Power. Achtung! Ab 35 Volt. Das heißt, mein normales Solarpanel mit 120 Watt Peak reicht alleine nicht. Da brauche ich zwei davon. Es kommt aber demnächst eins raus. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das ans Haus anschließen könnt, an die normale Hausphotovoltaikanlage. Ich bin gerade mein Bruder, weil wir wollen einen Test machen, weil das PV, also das Solarmodul, gibt es ja noch nicht. Ich wollte das aber schon testen und er hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die hat aber 240 Volt, die müsste man zuerst umbauen. Also haben wir jetzt vom Veitelmeier, sage ich mal vielen Dank für die Leihgabe, einfach mal zwei Solarmodule raus tun, zum Testen und zum Schauen, ob wir damit aufladen können. Und das schauen wir uns jetzt an. Also ich hoffe, ihr könnt es ja erkennen, er lädt gerade mit 470 Watt, 470, also es wechselt ständig. Werde allerdings da heraus nicht lang machen, weil normal unter 0 Grad soll man Akkus nicht laden, deswegen haben wir es jetzt in der Wohnung drin gehabt, haben es gerade schnell raus tun. Also ihr seht, diese zwei Module würden locker ausreichen, um das Ding richtig gut zu laden, weil jetzt haben wir ja Winter, was passiert dann erst im Sommer? Also die Dinger haben 600 Watt Peak. Und ich denke mal, die werden die auch im Sommer erreichen. Also coole Sache, Solaraufladen funktioniert wunderbar. Was immer das Coole ist, wie gesagt, wenn ich es am Solar drauf habe, ich kann es trotzdem notfalls zum Beispiel auch noch mit meinem Stromgenerator parallel aufladen. Dann geht mehr rein. Also wenn ich beides nutze, einmal 700 Watt maximal Solar und 400 Watt zum Beispiel so, dann habe ich halt 1,1 Kilowatt und dann ist das Ding in 2 Stunden komplett geladen von 0 auf 100. Richtig coole Sache, muss ich sagen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit. Viele von euch haben mir erzählt, sie haben so Solarpanel, wo sie eine 12 Volt Autobatterie aufladen. Ganz was Einfaches, kostet nicht viel. Aber du hast ja aus der 12 Volt, brauchst du dann wieder Wechselrichter, sonstiges und du kannst mit deiner 12 Volt Batterie genauso hier reinladen. Weil ich habe einen Anschluss 12 Volt bis 30 Volt, wo ich gleich Strom laden kann. Das heißt, ich kann mit der normalen Autobatterie, kann ich hier quasi auch mit reinladen. Und kann man quasi dann dieses vorhandene System hernehmen und mit dem dann hier voll machen und dann habe ich halt meinen Eimer Strom, den ich überall mitnehmen kann. Das ist natürlich auch cool. Gut, wie lange reicht jetzt eigentlich die Power, die da drin ist, um ein Gerät zu nutzen? Ich habe ja vorher festgestellt, 1750 Wattstunden kann man davon ungefähr nutzen. Was bringt denn das? Na, ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach meine Gefrier-Kühl-Kombination anschließen. Die verbraucht so günstige 150 Kilowattstunden im Jahr. Das sind dann rund 410 Wattstunden pro Tag. Das heißt, das könnte also 4,5 Tage könnte ich damit mein normale Kühlschrank-Gefrierkombi
weiter betreiben. Wenn ich natürlich jetzt diese Kühlbox habe, um zum Beispiel meine Medikamente zu kühlen oder zu sonstigen, die braucht am Tag ungefähr 200, die Hälfte, rund 260 Wattstunden. Das heißt, da gehen es also dann 7, 8 Tage, ohne dass ich das Ding in der Zeit nachladen muss. Wenn ich natürlich nur mit Photovoltaik oder mit anderen Sachen nachlade, dann kann ich es ewig damit betreiben. Auf gut Deutsch gesagt, das ist der Vorteil. Also damit man mal sieht, wie oft das ist, also wenn ich mein Handy lade, das lade mit 2 Ampere, das sind 10 Watt, da braucht ungefähr 1,5 Stunden, wenn er von 0 bis 100 komplett vollgeladen ist, das sind also 15 Wattstunden, das heißt, das könnt ihr mit dem 115 Mal aufladen, da das bei mir 2-3 Tage hält, könnt ihr euch dann vorstellen, wie lang das dann lädt. Wenn ich halt zum Beispiel so eine LED-Lampe betreibe in der Wohnung drin mit 15 Watt, dann haben das ungefähr 115 Stunden, wo ich das Ding betreiben kann. Wenn ich jetzt sage, ich brauche 5 Stunden am Tag ein Licht, dann kann ich damit 23 Tage lang ohne Wiederaufladen meine Wohnung oder meinen Raum beleuchten. Das ist auch nicht schlecht. Klar, wenn ich halt natürlich elektrisch grillen möchte, kommt es auf den Grill drauf, wo ich habe, glaube ich, mal einen mit 1400 Watt gehabt. Ja, der wird dann irgendwie so 1 Stunde 20 Minuten kann ich dann insgesamt grillen. Wenn ich natürlich halt eine Heizplatte mit 2000 Watt betreibe, ja, dann kann ich die halt wahrscheinlich irgendwo 50 Minuten lang betreiben. Dann muss ich wieder nachladen, logischerweise. Mein Heizturm zum Beispiel, den habt ihr auch schon gesehen, der hat 1170 Watt und damit könnte ich 1,5 Stunden lang durchgehend heizen. Aber bei dem ist ja so, wenn ich den einschalte und stelle mir davor, nach ungefähr 10-15 Sekunden ist das ja Infrarot, ist der bereits warm, wird dann mal Kleidung schon wärmen und wird mich dann quasi schon wärmen. Also auch den könnte ich wahrscheinlich, denke ich, meinen ganzen Tag zumindest damit betreiben. Ist vielleicht mal nett zwischendrin, dass man sagt, hier tue ich mir einfach nur mal zwischendrin, wenn es kalt ist, ein bisschen aufwärmen. Kann auch ganz interessant sein. Die Kaffeemaschine, natürlich das Wichtigste logischerweise, die hat 1400 Watt und das heißt, ich kann ungefähr ja, etwas über 1 Stunde 15 Minuten lang Kaffee machen. Wenn ich sage, ich brauche vom Einschalten bis zur fertigen Kaffee 3 Minuten, ja, dann kann ich mir damit 25 Mal Kaffee machen. Also es wird bei mir so 4 bis 5 Tage reichen. Ohne wieder aufladen. Und für Handwerk ist natürlich auch optimal, weil ich halt auf der Baustelle einfach viele Sachen lange betreiben kann. Und es ist ja nicht so, dass die Kreissäge die ganze Zeit läuft, sondern die brauche ich mal wieder, dann schalte ich das mal wieder weg und brauche was anderes. Das heißt, mit dem Ding kann ich schon relativ viel, komme ich wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Baustelle aus. So, kommen wir zu dem Display. Ich sehe eigentlich auf der ersten Seite alles, was ihr wissen müsst. Ihr seht, ich lade den jetzt gerade mit 354 Watt. Ich könnte jetzt die Kaffeemaschine einschalten. Dann seht ihr, er braucht jetzt momentan, er ist schon warm, ja genau, jetzt braucht er 1300 Watt und das kann ich alles gleichzeitig immer machen. Ich sehe auf der anderen Seite hier zum Beispiel, was noch am Solar reinkommen würde und hier kann ich dann draufdrücken, dann sehe ich die ganzen Infos, wie viel Grad hat der momentan, was würde hier reinkommen. Zum Beispiel, um mal das anzuschauen, sieht man, mit 377 Watt wird gerade geladen und hier sieht man gerade, momentan braucht er kaum Ampere, weil er nur das Wasser rausläuft. Jetzt braucht er wieder was. Man sieht, jetzt hat er wieder 1350 Watt. Und der Akku hier ist bei 34 Grad, weil er natürlich gerade geladen wird. Und so habe ich viele, viele Zusatzsachen. Ich konnte bei den Settings einiges einstellen. Ich muss zum Beispiel hier oben einstellen, möchte ich mit Photovoltaik, also mit 35 bis 150 Volt oder eben auf K gehen, dann habe ich 12 bis 30 Volt. Ansonsten brauche ich nicht viel umstellen. Ich habe hier noch die Daten von der BMS zum Beispiel. Die werden momentan mit 6,3 Ampere geladen. Und wenn ich hier auf Next gehe, sehe ich sogar die Zellspannung von alle einzelnen Zellen. Und hier merke ich, wenn die etwas weiter auseinander geht, dann ist der Akku irgendwann einmal defekt. Aber wie gesagt, das ist wohl eher was für Nerds. Der Normale braucht es nicht. Und ich sehe hier zum Beispiel die Fehler. Hier habe ich es mal überlastet. Und das zeigt er mir dann hier quasi an. Hat denn die Power Oak auch Nachteile? Ja. Und zwar, da ist ja ein Temperaturanzeiger drin, ihr habt gesehen, wir haben hier 4 unterschiedliche Temperaturen im gleichen Gerät. Das heißt, irgendwo sind die nicht so geeicht, wie sie geeicht sein sollte. Könnte also passieren, weil es bei Mr. Togi passiert ist, dass er bei 5 Grad plus schon nicht mehr laden kann. Meine Anzeigen sind etwas humaner, also von dem her denke ich, dass das bei mir nicht passiert. Aber die Gefahr besteht natürlich je nach Gerät, je nachdem. Bei mir halt diese kleine Schutzkappe, die anderen haben richtig cool, die hören eng dran, aber die hier ist so leicht locker dort. Okay, ist bei Mr. Togi seiner nicht, also von dem her ist es jetzt nur bei mir, kann ich aber damit leben, weil will eh kein Wasser nicht dran schütten. Nächste ist natürlich das Gewicht mit 29 Kilo.
ist das Ding kein Leichtgewicht mehr. Hat aber die zwei Griffe, kann man halbwegs vernünftig tragen, wie ein Kasten Bier ungefähr. Und von dem her kann man das auch mal ein bisschen mitschleppen, aber es ist jetzt nichts für einen Rucksack, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich, der Preis ist natürlich auch klar, aber es sind natürlich Leafy Po 4 Akkus drinnen, die wo 3500 Ladezyklen haben, im Gegensatz zu den billigen mit 500 Ladezyklen. Klar, dass das kostet. Es ist ein 2000 Watt Wechselrichter drin, klar, dass der was kostet. Es ist halt ein Akku drin mit 2000 Wattstunden, klar, dass der was kostet. Es gibt übrigens aktuell so einen Rabattcode drinnen, Link ist unten, da könnt ihr euch 200 Euro sparen. Genau, das war es eigentlich dann schon mit den Nachteilen. So Leute, wie ist denn nun mein Fazit zur Power Oak AC200P? Ich zeige es euch. Ich kann jetzt meinen Kaffee im Blackout machen mit meinem Kaffee-Vollautomaten. Hey, mehr wollte ich gar nicht. Nein, es ist wirklich ein tolles Gerät. Ihr seht, die Ausgänge sind sauber. Der bringt einen sauberen Sinus mit 2000 Watt. Da kannst du richtig was betreiben. 2000 Wattstunden, da steckt schon richtig Power dahinter. Mit den vielen Anschlussmöglichkeiten, was du alles machen kannst mit dem 300 Watt 12 Volt Anschluss, das habe ich so noch nicht gesehen. Richtig coole Sache für alle, die wo draußen eine Hütte zu betreiben haben, für die Vanlifer unter uns, für die Camper ist das natürlich eine coole Sache. Oder halt auch für die Leute, die sich kein Stromaggregat nicht hinstellen können, ist das in Kombination mit so einem großen Solarpanel natürlich eine super Alternative. Und wer schon ein Stromaggregat hat, sollte immer eine Powerbank mit dabei haben. Aus dem ganz einfachen Grund, Stromaggregat sollte man ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Und dann kann ich wenn mit dem Stromaggregat das Ding wieder aufladen und kann die Zwischenzeit mit dem wunderbar überbrücken. Also tolle Sache. Von dem her muss ich echt sagen, nicht ganz günstig, aber definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Gut Leute, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare, ich gebe euch natürlich den Link zu der Box mit weiteren Informationen unten. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann macht es, kommen noch viele Videos in dieser Art. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!